Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem 007cast Kanal. Ja Leute, es hat lange gedauert, ich habe fast einen Monat nichts hochgeladen. Es liegt nicht an mir, es liegt einfach am schlechten Markt. Es gab überhaupt keine Fahrzeuge, die ich euch zeigen konnte. Und Mikrofon, wie ihr seht, habe ich auch keines an, denn das hat meine Großmutter weggeschmissen, Leute. Ja, das heißt, ihr müsst noch warten. Das nächste Video wird wahrscheinlich wieder mit einem besseren Ton sein. Also für die Tonprobleme entschuldige ich mich am Anfang mal gleich. Ja, was haben wir heute für ein Fahrzeug? Wir haben hier ein Microcar Due vom Jahr 2018. Ja, und was den Microcar Due von seinem EMCO-Konkurrenten unterscheidet und was ihm auszeichnet, das und vieles mehr nach dem Intro, Leute. Aufgefallen, das ist ein richtig fettes Maul. Das ist nämlich die Schnauze vom EMCO. Warum hat der Due eine Schnauze vom EMCO? Naja, wir haben es hier mit dem Premium-Modell zu tun. Es gibt ein Microcar Due, ein normales. Es gibt nämlich zwei verschiedene. Das normale und das Premium-Modell. Was unterscheidet die beiden? Naja, das Aussehen von vorne auf jeden Fall und der Motor. Denn hier ist ein Revolution DC-Motor verbaut mit 480 Kubik und 5 PS. In den Progress-Modellen, das heißt in den normalen Microcar Due-Modellen, ist der Motor mit 505 Kubik, der Microcar Due Progress-Motor, der schlechter ist, der nicht so langlebig ist und auch nicht so ruhig ist wie der andere. Darum wollen viele den besseren. Die Modelle von 2018 aufwärts, dieser leider noch nicht, haben 8 PS. Der hat noch 5 PS, aber absolut den gleichen Motor. Das heißt Leute, wenn ihr so einen habt mit 5 PS, mit demselben Motor, braucht ihr nur ein anderes Steuergerät und ihr habt auch die 8 PS. Das Steuergerät von diesem habe ich sogar, dann hätte er auch 8 PS. Also absolut das gleiche. Gut. Immer schön drauf schauen auf so ein Fahrzeug natürlich. Da ist so ein Lappen natürlich dann auch das, was man immer dabei haben sollte. Weil das steht wirklich schick da, Leute. Eine schwarze Farbe sieht meiner Meinung nach wirklich top aus. Auch sehr selten. Es gibt fast kein anderes Microcar Due in Schwarz. Ich habe im ganzen Internet kein zweites gefunden in Schwarz. Wirklich sehr schön. So Leute, bevor wir jetzt noch weiter quatschen über die Geschichte und so weiter, fange ich gleich mal mit den Eigenschaften an, mit den optischen Details und mit den technischen Details. Ich fange gleich mal mit der Front an, aber vorher muss ich dieses Tuch noch weglegen. So. So schlecht, Leute. Wirklich. Gut. Also, was ich vorher schon erwähnt habe, ist hier das hier die Front vom EMCO. Es gab nämlich zwei Modelle, die 2016 auf den Markt kamen, der Microcar Due und der Microcar EMCO. Die sind bis 2019, bis 2020 gebaut worden und dann gab es den neueren EMCO. Also das ist jetzt nicht der ganz neue Due, sondern der Vorgänger noch. Der letzte sozusagen. Wir haben die gleichen Scheinwerfer hier in der schönen Mini-Optik. Also ich finde das schon ein bisschen aus wie so ein Mini Cooper. Wenn man die Motorhaube aufmacht, wird es jetzt dann erkennen, wenn die Leute die Mini Cooper kennen. Wissen dann Bescheid. Ja, ich habe hier ein LED-Tagfahrlicht, ich habe hier Nebelscheinwerfer, ich habe hier einen schönen Kühlergrill und dabei noch so ein Einlass. Sieht sehr sportlich aus, also von der Front her muss ich sagen, gefällt mir dieses Auto wirklich sehr. Ja, das sieht aus, als wäre es so ein Xenon, ist es aber nicht, das normale Halogenlampe, also gelb. Kann man natürlich auch mit Xenon-Look aufrüsten, schaut sicher nicht schlecht aus. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich von vorne her nichts mehr. Es ist halt, wie gesagt, von vorne sieht es halt aus, weil es das Premium-Due ist wie der EMCO. Ja. Von der Seite sehen wir gleich mal, okay, wir sind vielleicht von der Front kurz getäuscht worden. Es ist doch kein EMCO, aber es sieht trotzdem super geil aus. Wir haben hier ein Coupé, nämlich den Microcar Due. Das heißt, wir haben hier ein Coupé. Wir haben hier so das Heck runterfallend, nicht so wie beim EMCO, wo er hinten wie so ein Kasten nachgeht. Mir persönlich gefallen die EMCO-Modelle nicht zu den neueren, weil das Fahrzeug sieht aus wie so ein Kasten. Ja, das hat immerhin so ein schönes Design, finde ich gut. Man muss auch nicht wirklich Abzüge machen, denn bis auf den Platz im Kofferraum hat man bei diesem Fahrzeug absolut denselben Wert wie von einem EMCO-Modell. Wer also einen kleinen City-Blitzer sucht,
ist hier super bedient, denn ich habe einen unglaublich geilen Wendekreis. Ich kann mich super in jede Packlücke reinzwicken. Es ist wirklich das perfekte Startauto, auch für Land. Wie gesagt, wer auf 20 cm weniger Kofferraum verzichten kann, der ist hier sehr gut bedient. Auch bei den Felgen haben wir hier schöne Alufelgen, 14 Zoll. Ja, Stella 2. Warum Stella? Keine Ahnung, steht drauf. Ist eine Stella-Marke. sieht schön aus. Bremsen sind übrigens neu gekommen. Ja. Hinten auch nochmal dasselbe. Und ich würde sagen, gehen wir zum Heck auch gleich. So Leute, von hinten sehen wir den gewaltigen Unterschied zum Emco. Wir haben hier einfach ein schöneres Gesamtbild. Ich muss sagen, für meinen Geschmack gefällt mir dieses Modell besser. Denn wir haben hier wirklich sehr edel eine komplette Heckklappe aus Glas. Es ist komplett aus Glas und macht meiner Meinung nach einen hochwertigen Eindruck. Hinten auch wieder die Lichter, LEDs, da wo wir außen hier das normale Rückfahrlicht haben, also das normale Licht haben, wenn wir bremsen, ist dasselbe, nur ein bisschen stärker. Hier haben wir einen Blinker, hier haben wir dasselbe nochmal und ein Rückfahrlicht haben wir da unten. Wenn wir zurückschieben und einen Rückwärtsgang drin haben, dann leuchtet diese Lampe hier. Sonst ist hier nur Reflektor, also das leuchtet nicht, da ist keine Lampe drin, leuchtet nur das. Gut, Parksensoren haben wir hier keine, aber wir sehen trotzdem, hallo, da ist investiert worden. Wir haben das DCI-Modell, also das Premium-Modell. Hier befindet sich der bessere Motor drunter. Also vorne natürlich, nicht hinten. Aber wir sehen hier wirklich schon, wir haben es mit einem hochwertigen Modell zu tun. Und dann gehen wir auf die Seite. Hier wieder dasselbe wie auf der anderen Seite. Gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Mich fasziniert wieder mal nur die Farbe. Schwarz ist einfach, da macht man nichts falsch. Wie gesagt, der einzige überall in Schwarz, was ich gesehen habe. Sonst gibt es hier keine andere Farbe, die besser aussieht, meiner Meinung nach. Wie auch die anderen hochwertigen Moped-Autos hat auch dieses Auto eine Zentralverriegelung. Schaut euch mal den Schlüssel an, Leute. Sieht aus wie ein richtiger Autoschlüssel. Finde ich auch sehr cool, das haben auch die alten Modelle nicht. Wenn ich hier drauf drücke einfach, habe ich das gute Stück aufgesperrt. Kann ich gleich mal rein antasten. Nicht so schüchtern, kommt her, schaut's doch her. Ach ja, ich habe hier kein Fenster ohne Rahmen. Ich habe hier einen Rahmen, das heißt, es ist nicht so ein typisches Coupé jetzt, weil ein Coupé hätte ja eine rahmenlose Scheibe, aber es geht auch nicht runter. Das haben wir auch bei vielen, es geht auch nicht runter. Und zur Öffnung wieder mit so einem Hebel. Warum die Scheibe nicht runter geht, Leute, ist eigentlich logisch, weil warum sollte sie auch runtergehen? Es ist nur bei anderen Modellen manchmal, dass sie runtergeht, das macht aber keinen Sinn. Das ist wirklich sinnlos. Vielleicht haben sie sich einfach gedacht, es macht keinen Sinn, wir lassen es einfach. So, wenn ich jetzt hier reinschaue, sehe ich gleich, dass es sehr ansprechend ist. Ich habe einen sehr hochwertigen Innenraum mit schönen Sitzen und allen möglichen Features. Ja, ich würde sagen, ich setze mich gleich mal rein, oder? So Leute, jetzt habe ich die Kamera in der Hand. Ich gehe mal gleich drauf ein. Ich habe hier mal so eine schöne Ablage für meine Ellbogen. Das ist hier sehr gut umgesetzt, weil ich merke auch, wenn ich längere Strecken fahre, dass ich meistens Schmerzen bekomme in den Ellbogen. Dann habe ich hier so eine schöne Ablage, sehr bequem. Was fällt mir noch auf? Ich habe hier so ein Ablagefach noch drinnen. Und hier das Pioneer Soundsystem übrigens, ist auch verbaut. Ist auch schön, dass wir ein Pioneer Soundsystem drin haben. So, jetzt stelle ich ein. Was begrüßt mich gleich? Ein schönes Teilleder, also ein schöner Teilledersitz und ein schwarzer Himmel. Sieht auch sehr hochwertig aus auf jeden Fall. Ich setze mich mal rein. Ja Leute, jetzt habe ich hier so ein Lenkrad, ein großes Lenkrad. Ist es gut, wenn ich ein großes Lenkrad habe? Ja, weil dann habe ich meistens schon ein Airbag. Ich habe hier ein Airbag verbaut. Dieses Modell hat sogar einen Airbag, Leute. Das heißt, es war auch aufpreispflichtig, denn das ist nicht serienmäßig in einem Moped-Auto verbaut. Hier der Tacho, meiner Meinung nach wirklich sehr schön, auch aufpreispflichtig, denn ein normaler Due hat hier nur in der Mitte einen Tacho. Der Due Premium hat wieder Emgo einen schönen analogen und sowohl auch als digitalen Tacho. Ja, hier sehr schöne Armaturen, hier auch das Armaturenbrett, erstmalig somit so Ablagemöglichkeiten, das gab es bei den alten Modellen auch nicht. Ja, ein Radio hier, kann man sich noch so ein Navi reinschmeißen, also wir haben hier einen Zweizeiler. Unten die Bedienelemente für die Lüftung, die übrigens hier sind, kann ich hier wieder, wie bei den vorigen Modellen, das kennt man, so verstellen. Ja,
Sitze sind sehr bequem. Ich bin damit 200 Kilometer gefahren. Sehr bequem. Also man kriegt keine Schmerzen in den Kreuz. Das kann ja auch passieren. Haben wir hier nicht. Was haben wir hier unten noch? Also wirklich, Leute, es ist sehr schön. Edel und sehr hochwertig verbaut alles. Ich habe hier noch so ein Aschenbecher, aber geraucht wurde hier nie, ist ein Nichtraucherfahrzeug. Dann habe ich hier, da kann ich das Auto verriegeln und aufsperren. Dann habe ich hier noch den Schalthebel, wo ich, wenn ich runterdrücke, nach vorne fahren kann. Wenn ich in den Endschalte, in den Leerlauf bin, wenn ich runterdrücke und zurückschalte, im Rückwärtsgang bin. Hier habe ich elektrische Fensterheber. Die gehen jetzt nicht, weil die Zündung ausgeschaltet ist. Aber ja, die sind halt auch da unten und nicht auf den Türen. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, da oben haben wir noch Sonnenblenden, hier ist übrigens nur hier der Spiegel, weil ich könnte mich ja sonst bei der Fahrt schminken und ich wäre vom Verkehr abgelenkt. Ja, ja, mi. Gut, hier, wenn wir uns umdrehen, sehen wir, wir haben nur ganz ein kleines Fenster, also wirklich gerade, dass wir noch überhaupt ein Fenster haben. Ja, das soll uns quasi vermitteln, wir haben es hier mit einem Coupé zu tun und die Hutablage ist auch sehr, ja, die ist eigentlich größer, als ich gedacht hätte. Größer als beim FHC Coupé übrigens und ja, im Großen und Ganzen wirklich ein sehr hochwertiger, schöner Innenraum. Bei diesem digitalen Tacho es ist auch sehr cool, wenn man das Auto, wenn man die Zündung einschaltet, sie gleich die Uhr sich dreht. Und ich habe hier, wie gesagt, eine Anzeige für meinen Gang, welchen ich nicht drinnen habe. Dann habe ich eine Außentemperaturanzeige. Ich habe einen Kilometerstand, ich habe einen Tageskilometerstand, ich habe eine Tankanzeige. Also ich habe wirklich sehr viele Anzeigemöglichkeiten. Es ist wirklich schön. Und wenn ich die Türe aufmache, dann sollte mir auch angezeigt werden, dass die Tür offen ist. Oder macht er das, wenn es zu ist? Ah ja, Tor. Jetzt steht hier Tor. Das heißt, die Türe ist offen. Wenn ich es zumache, genau, dann ist es weg. Also, das habt ihr auch noch, eine Anzeige für die Türe, ob sie offen oder geschlossen ist. Ja, Leute, es ist sehr viel im Innenraum zu sagen gewesen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Motor. Das Herzstück von dem Fahrzeug ist natürlich der Motor, denn für den zahlt man ja auch am meisten Aufpreis, weil es ja das Premium-Modell ist mit dem DC Revolution Motor. Motor geht auf, wieder wie bei allen Modellen üblich, über diese Schnalle. Die ist immer vorne links. Dann habe ich den Schlüssel jetzt stecken gelassen. Ich hoffe, er sperrt sich nicht zu. Dann mache ich auf und da habe ich hier einen Hebel. Hier den, also wirklich, das ist sehr leicht zu sehen normalerweise, also ist hier. Dann mache ich auf. Dann habe ich hier so eine Stange, dass der Motor hält. Also dass die Motor hält. Gut, jetzt sehe ich gleich mal, ich habe wieder eine Abdeckung. Das ist wieder da, damit halt kein Dreck reinkommt, beziehungsweise dass es ein bisschen gedämpfter ist, dass es nicht so laut ist, der Motor. Nehmen wir mal ab. So Leute, da ist er schon. Der Lombardini DC 492. Nur weil da jetzt 492 draufsteht, heißt es nicht, dass es 492 Kubik sind. Da dürft ihr euch nicht verwirren lassen, denn der Motor hat 480 Kubik laut der Werksangabe und 5 PS. Es hat absolut die gleichen technischen Daten wie ein neues Microcar mit 8 PS. Das heißt, der Motor ist derselbe, nur ist ein anderes Steuergerät, also es ist anders gedrosselt. Ihr könnt also auch bei diesem Motor 8 PS haben, wenn ihr ein anderes Steuergerät kauft, so einen Chip quasi. Dieser Chip ist im Internet sehr häufig erhältlich, also ich habe auch einen zu Hause. Ich könnte da jetzt den anstecken, dann würde er auch 8 PS haben. Ist natürlich Versicherungsbetrug, da er mit 5 PS eingetragen ist, aber grundsätzlich ist es derselbe Motor. Also ich rate jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, mach das, ja, aber es wäre möglich. Ja, jetzt kannst du herkommen kurz. Wir haben hier, wie gesagt, wieder einen wassergekühlten Motor, mir das Kühlwasser einfüllen können. Hier meine Lichtmaschine, den Starter. Leute, normal sage ich das gar nicht dazu, ja. Ölmessstab. Und hier wieder die Variomatik. Ganz wichtig, das Auto ist stufenlos mit einer Variomatik angetrieben. Was gibt es bei der Variomatik zu beachten? Ich sage es immer dazu. Da hinten ist das Getriebe, die getriebeseitige Variomatik. Da könnt ihr so dran rütteln. Wenn die ein Spiel hat, ist das Getriebelager kaputt. Habe ich schon ein Video gemacht, wie ich das getauscht habe. Könnt ihr euch gerne anschauen, verlinke ich euch. Ist oben in der Infobox. Und wenn ihr da merkt, dass ihr kein Spiel habt, dann ist alles in einem guten Zustand. Die Variomatik hält normal sehr lange. Ihr müsst halt immer drauf schauen, dass, wie gesagt, alles rund läuft. Riemen passt auch. Ja, sonst gibt es auch nicht viel zu beachten bei so einem Auto. Wie gesagt, Werksangabe sind alle 5000 Kilometer den Ölwechsel machen. Schadet auf keinen Fall, ist auch nicht sehr teuer. Dann habt ihr hier wirklich einen sehr zuverlässigen und auch ruhigen Motor. Ich mache kurz einen Soundcheck, damit ihr hört, für was ihr überhaupt mehr Geld zahlt, denn der Motor ist wirklich sehr ruhig und leise im Vergleich zu den anderen.
er ist wirklich ruhiger als so ein anderer Motor, zum Beispiel von Aixam. Macht schon einen schönen Unterschied. Ja, das ist halt das Geräusch. Macht die Abdeckung wieder drauf. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Cooles, was dieses Fahrzeug noch hat. Weil wenn der Motor schon läuft, würde ich sagen, kommt er nochmal mit innen drauf. Und zwar, Leute, hat dieses Auto eine Anfahrhilfe, eine elektrische. Dazu muss ich nur die Bremse treten, den Gang einlegen und das Auto fährt von alleine weg. Das heißt, wenn ihr euch schwer tut beim Anfahren beim Moped-Auto, Rückwärtsgang, dasselbe, fährt von alleine. Ist das nicht cool? Fährt einfach von alleine, Leute. Das kann wirklich nur dieses Modell mit dem Aufpreis, dass ihr hier eine Anfahrhilfe dabei habt. So, ich stelle den Motor wieder ab. Ja, Leute, also habt gesehen, es ist wirklich sehr cool, dass ihr hier eine Anfahrhilfe habt. Das heißt, ihr kennt das Problem sicher, wenn ihr ein Moped, wenn ihr ein Moped-Auto habt und ihr wisst nicht, wie das Gas ist sehr empfindlich bei einer Variomatik. Wenn ihr zum Beispiel fester drauf drückt, dann hüpft euch das Auto meistens davon. Das habt ihr in dem Fall ja nicht, weil das Auto von alleine wegfährt. Sehr praktisch, wie gesagt. Und das haben auch die neueren Fahrzeuge halt zur Aufpreispflichtig, genau. Ja. So Leute, die mich schon länger abonniert haben, wissen, dass ich am Schluss immer zum Kofferraum komme. Was bei diesem Modell ja auch sehr interessant ist, denn es ist wirklich sehr klein. Hat er dann überhaupt auch einen Kofferraum? Naja, das seht ihr gleich. Ich mache ihn hier mal auf. Dazu muss ich die Türe öffnen. Dann habe ich hier so einen Hebel und den muss ich ziehen. Während ich mir hinten hier die Heckklappe schnappe, dann kann ich sie ganz leicht öffnen. Und ich sehe auch schon, dass ich hier wirklich einen sehr großen Kofferraum habe, für das, dass ich hier ein sehr kleines Modell habe. Wirklich, es ist wahnsinnig viel Platz. Ich habe hier gleich viel Platz wie in einem MGO, nur dass ich hier nicht so eine hohe Kante habe. Das heißt, ich kann hier zwar in die Tiefe so viel einladen wie bei einem MGO, aber von der Höhe her muss ich halt aufpassen, dass die Gegenstände nicht zu hoch sind, da ich hier ja das schräge Heck habe. Ja, die Heckklappe ist hier komplett aus Glas, was ich sehr hochwertig finde, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und ja, ich demonstriere kurz, wie viel Platz das wirklich ist. Aber da muss ich mich hier kurz reinlegen. Ist die Handbremse überhaupt angezogen? Schauen wir mal. Ja. Oh. Ich hab. Ah, so Leute. Ich beweise euch das jetzt kurz, dass hier genug Platz ist. Nein, ich mach's nicht, weil es ist hier eine Plastikbodenplatte. Wenn ich mich jetzt reinsetze, bricht die durch. Schauen wir mal. Ja Leute, ich habe das bis jetzt immer gemacht und es ist halt schon besonders viel Platz hier drinnen, aber es ist möglich, einen Menschen zu transportieren, also habt ihr grundsätzlich schon einiges an Platz, nur schlafen würde ich nicht da drin. Ja. So. Ja Leute, das war der Micro Cadoo. Das sorgt immer wieder für Überraschungen. Er hat wirklich ein sehr cooles Modell für wenig Geld, denn er kostet weniger als ein Micro Cadoo MGO. Ihr habt aber die gleichen Vorteile, bis auf den Kofferraum, der ist halt ein bisschen kleiner. Aber ich würde sonst sagen, für ein Anfängerauto, durch das ihr hier sogar ein Airbag habt, ja, was sehr sicher ist, vor allem für jüngere Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung im Straßenverkehr haben, würde ich dem Fahrzeug jetzt von der Weiterempfehlungsstufe her die Zahl 9 von 10 geben. Da er schon noch ein bisschen teurer ist, aber grundsätzlich vom Sicherheitspotenzial und von allem, was er kann, sehr gut ist. Ja, Fahrzeugpreise liegen momentan bei 7.000 bis 8.000 Euro für dieses Modell. Und ja, mir hat es gefallen, Leute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann gibt es weitere Videos von den tollen Moped-Autos. Also, wir sehen uns. Ciao.